Als nächstes würde ich Ihnen noch ganz gerne zeigen, dass wir Verbesserungen bei der Kollisionserkennung vorgenommen haben. Das vereinfacht viele Dinge und ermöglichen auch nochmal deutlich detaillierter gewisse Probleme nachzuverfolgen. Es gibt unter anderem eine neu geschaffene Kategorie für die Dämmung, sowohl in den Rohr- als auch in den Kanalgewerken. Dort können wir jetzt also nochmal explizit die Dämmung selbst anwählen. Das geht so weit, dass wir wirklich auch den Dämmungstyp wählen können zur Kollisionserkennung. Und wir können die Phasen, die Sie aus Revit kennen, können wir in die Kollisionserkennung mit einbeziehen. Ich zeige Ihnen das auch gerade einmal an einem konkreten Beispiel. Dazu wechsle ich jetzt einmal in die Kollisionserkennung. Dann einmal in Kommen, gehen in die Kollisionseinstellungen. Wenn ich jetzt hier einmal in die Rohrleitungstechnik gehe, sehe ich unten die Rohrdämmung, gegen die ich prüfen kann. Und hier sehe ich auch die ganzen verschiedenen Rohrdämmungen, die ich im Projekt vorhanden habe. Das heißt, wenn es zum Beispiel einen gewissen Dämmungstyp gibt, bei dem eine Kollision nicht dramatisch ist, zum Beispiel weil er nicht alukaschiert ist und im Prinzip, sag mal, eine gewisse Flexibilität beinhaltet, kann ich sagen, okay, dann möchte ich das gar nicht so im Detail prüfen, nehme zum Beispiel den entsprechenden Typ heraus. Selbiges gilt hier. Dann auch in der Lüftungstechnik, da gibt es dieselbe Kategorie unten einmal Luftkanaldämmung, entsprechend mit all den verschiedenen Dämmungstypen, die vorhanden sind im Projekt. Die andere Funktion, die neu dazugekommen ist, ist hier einmal die Möglichkeit, das Ganze abhängig, in Abhängigkeit von Phasen zu prüfen. Heißt, wenn Sie die Phasen aus Revit nutzen, dann sagen, okay, es gibt Dinge, die neu konstruiert wurden, es gibt Dinge, die Bestand sind, dann können Sie das hierüber tun. Wählen die entsprechende Phase aus und sagen dann einmal nur in ausgewählter Phase durchführen und dann würden entsprechend die Kollisionserkennung zum Beispiel nur für die neue Konstruktion machen und würden den Bestand in dem Fall nicht prüfen. Die Revit-Phasen selbst, wenn Sie damit noch nichts zu tun hatten, finden Sie an folgender Stelle. Sie einmal hier oben in Verwalten, in Phasen und hier können Sie entsprechend natürlich auch die Phase umbenennen. In dem Fall ist die Englisch. Wenn Sie die in Deutsch umbenennen wollen, stellen Sie das entsprechend hier ein und können natürlich auch noch weitere Phasen hinzufügen, wenn Sie das im Projektverlauf benötigen.